Auf jeden Fall, jetzt habe ich noch was vergessen. Das ist praktisch Prozentrechnung, zweiter Teil. Wir haben immer gesagt, das ist, naja, 100% ist immer alles, ne? Haha. Was passiert aber in folgendem Fall, wenn ich sage, bislang hat eine Hose 52 Euro gekostet? Das war bis jetzt so. Das entspricht 100%. Und die Hose ist so begehrt, dass sich der Einzelhändler sagt, die ist so, die geht mir aus den Fingern hier. Da kann ich auch in diesem Fall mehr verlangen. Ich schlag mal 20% auf. Mehr als mehr? Geht das? Ja, geht. 20% mehr, dann kostet die Hose mehr. Er ist auf 120% gegangen. Und das kann man dann ausrechnen. Also, wenn dann das hier der neue Prozentwert sein soll, macht man das mit der üblichen Rechnung. Ganz wichtig auch, das war jetzt mal ein ganz glatter Wert, noch eine glatte Geschichte. Das wäre also zum Beispiel eine Preiserhöhung. Preiserhöhung. Das kam ja, ach ja. Natürlich, nicht mit Verhältnisgleichung, sondern mit der klassischen Prozentrechnungsgleichung sieht das Ganze nämlich dann so aus, man sagt 52 Euro, was ja 100% entspricht, mal 120 durch 100, 120% ist der neue Preis nach der Preiserhöhung. Und wenn man sich das so anguckt, kommt dasselbe raus. Wenn ich nämlich hier mal 120% nehme, dann sieht das hier so aus, dass die 120% genauso wie hier auf der Seite oben mit auf dem Bruchstrich stehen. Bloß, dass man dann eben die Prozente wieder rauskürzt und man kommt dann auch hin. So, Preiserhöhung wäre das typische Beispiel. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Kleinen Moment, ich mache mal das Fenster zu. Ein typischer anderer Fall, das werden die Handwerker wissen. Die möchten ja gerne für ihre Arbeit auch Geld haben, aber der Staat verlangt Mehrwertsteuer. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ein Handwerker verkauft eine Dienstleistung oder irgendwas anderes für 200 Euro. Und die möchte er auch behalten. Und der Staat sagt aber, dass du in unserem Staat hier so schön handeln kannst. Dafür schützen wir dich, dafür stellen wir dir schöne Verkehrswege zur Verfügung und so weiter. Wir möchten von dir Mehrwertsteuer haben. Und dann muss der Handwerker sagen, wenn ich die 200 Euro behalten will, muss ich die Mehrwertsteuer oben drauf legen. Das heißt, ich muss den ganzen Mist mal 119% nehmen und dem Kunden dann also einen teureren Betrag in Rechnung stellen. Das ist dann der sogenannte Bruttopreis. Ich schreibe jetzt mal Brutto hin. Das hier ist Netto. Netto das Reine, das Wahre. Brutto das Hässliche. Brutto. Ist wirklich so. Ich habe auch mal nachgeguckt. Das hat mir ein Italiener erzählt, habe ich schon mal erzählt. Ne? Ich habe dann auch mal nachgeguckt. Brutto ist wirklich das Hässliche, Netto das Reine. Gut. Das heißt also, der Kunde muss mehr bezahlen. Und wenn man das mal ganz schnell ausrechnet, dann sieht das so aus. Die Nullen können wir hier rausstreichen. 2 mal 119 ist 238. Das heißt, 238 kassiert der, das ist der Bruttopreis, kassiert der Handwerker und weiß ganz genau, dass er sowieso nur 200 behalten darf. Also 38 Euro muss er an den Staat abführen. Es wird also praktisch der das Geld bekommt. Jedes Geschäft, jeder Laden und so weiter, die bekommen das Geld. Und müssen dann, die sind die Steuereintreiber des Staates in dem Fall, die müssen die Mehrwertsteuer abführen. Aber da, nochmal auf das Beispiel, 100% ist der Grundwert, ja, das ist schön. Aber es geht auch mehr als mehr, sage ich da immer gerne zu. Ist Quatsch, ne? Mehr als mehr ist so Blödsinn, aber wir müssen in diesem Fall wirklich etwas draufschlagen. So, noch zur Mehrwertsteuer oder Preiserhöhung zu mehr als mehr Fragen. Noch was zur Prozentrechnung. Was mir dann einfällt, natürlich kann man das alles hier so schön tippeltappeltur machen. Ihr werdet später als Profis, werdet ihr diese ganze Gleichung hier, die werdet ihr viel kürzer erledigen. Und zwar so, ihr sagt einfach 200 Euro mal 1,19. Denn 119 durch 100 ist nochmal 1,19. Ist mein Bruttopreis. Das macht ihr später so. Bloß jetzt. Und auch in der nächsten Zeit rate ich euch, das richtig tippeltappeltur zu machen. Da ist man auf der sicheren Seite. Denn aus 1,19 lässt sich das immer schlecht rauslösen, irgendwelche Erhöhungen. Da müsste man dann mit 0,19 arbeiten und ach, die Formel wird komplizierter. Hier gibt es eine Frage. Also schließen wir das Video in diesem Fall ab.
Ne, das wäre Preiserhöhung oder Mehrwertsteuer wäre der typische Fall. Schluss mit diesem Teil. Wir machen gleich weiter und zwar richtig der Tippeltappeltour nach geht es jetzt um Dreiecke, Vierecke, Kreise, bevor wir uns dann mit den anderen Sachen beschäftigen.